Bundeskanzler, einen, der weiß, wenn er schon meint, dass die ukrainische Regierung sein Freund ist oder Selenskyj, einen, der weiß, dass man auch guten Freunden irgendwann mal harte Wahrheiten nicht ersparen kann. Es geht nicht an, einem Selenskyj zuzusichern, dass man jeden seiner wahnsinnigen Wünsche erfüllt, wenn diese Wünsche einfach nur dazu führen, dass die Ukraine abgeschlachtet werden. Das heißt, gar keine Chance.